Hallo meine sehr verehrten Zuschauer und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Ich habe dem Arthur, so schick wie der Hut auch war und so lange und hart ich auch dafür gearbeitet habe, jetzt mal was etwas Passenderes für ihn angezogen. Ich finde irgendwie, keine Ahnung. Das sieht irgendwie ein bisschen mehr nach Arthur aus. So, nicht dieses Schicki-Micki-Franzmann-Zeug. Oh Gott, was sag ich da? Also ihr wisst schon, was ich meine, okay? Also dieser total modische, extravagante Hut. Mir gefällt er zwar grundsätzlich, aber er passt halt echt nicht zu Arthur und seiner Persönlichkeit und so weiter. Von daher würde ich jetzt einfach mal sagen, bleiben wir mal hierbei. Und ja, wie geht's jetzt weiter? Letzte Folge sind wir quasi hier gelandet. Das ist jetzt Kapitel 6 und ich würde sagen, angesichts Arthurs Zustand werden wir wohl zu Kapitel 7 maximal noch kommen, aber dann wird auch langsam Schluss sein, weil Arthur ist ja immer noch todkrank und Dutch ist kurz vorm Verstand verlieren. Naja, schauen wir mal. Heute reden wir erstmal mit Leopold Strauss und danach würde ich mal noch gucken zu den anderen beiden Fremden, die auf der Karte aufgetaucht sind. Are you perhaps available for some work? Debtors? Yes. I guess. Your commitment to your duties is admirable. You know, Mr. Morgan, you're... Well, I'm sorry for you. Huh? No, never mind. I didn't... Look, Strauss. You take care. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. I... A debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. Then there's a miner over in Annisburg. He's called... Well, he's called Arthur. Like you. Huh. Arthur Londonderry. Family man, desperate, you know the type. Couldn't one of the boys do this? I tried. They lacked your vigor. Vigor, huh? Alright. Take care, Mr. Morgan. Ja, also das hat irgendwie eine sehr symbolträchtige Wirkung hier, gerade wenn man bedenkt, dass Arthur sich bei einem dieser Aufträge eben seine Krankheit geholt hat. Keine Ahnung, ich würde glaube ich schon aus emotionalen Gründen deshalb ablehnen, das zu machen. Also im Sinne von hier so, ja, wenn es diese Aufgaben hier nicht gäbe, dann könnte ich jetzt, also zumindest wäre es nicht 100% sicher, dass ich in der näheren Zukunft sterbe. Abgeknallt werden ist natürlich immer noch eine Option. Ich interpretiere diese eine Szene, in der sie, ich glaube Abigail war das, oder? Ich weiß es gerade gar nicht, die Namen von den Frauen habe ich irgendwie mir nie so richtig gemerkt. Außer von der Afroamerikanerin, die heißt Tilly, das weiß ich noch, aber die anderen... Oh ja, und die blonde Sadie, aber die anderen Frauen, die praktisch da so rumlaufen, weiß ich jetzt nicht mehr so richtig. So, Moment, wo sind die? Der eine ist in Annisburg. Achso, zu dem soll ich zuerst gehen, okay. Ah, die anderen kenne ich nicht. Jedenfalls, ihr wisst, welche Szene ich meine, ne? Also die, wo der eine, die Rothaarige, angekommen ist und hat gesagt, hier, ich habe euch verraten. Machen wir mal hier da schön unsere automatische Reise rein. Das ist dann auch schöner von der Kameraeinstellung. Es könnte eventuell sein, dass das schon mal so ein Vorgeschmack darauf war, was Arthur eventuell blüht. Weil die haben ja dann immer wieder darauf gepocht hier... Sie kannte die Regeln und so. Und es könnte vielleicht eventuell sein, dass Arthur irgendwann mal eine Entscheidung treffen muss, wo es heißt, okay, ich muss jetzt was machen, was man durchaus sehen kann als die Bande verraten, ja? Was aber vielleicht doch das Richtige ist, zum Beispiel wenn Dutch irgendwo hin will, um jemanden umzubringen und Arthur warnt denjenigen, weil er das halt nicht will. Könnte natürlich auch das Ende von Arthur Morgan sein, aber ich bin mir nach allem, was bisher passiert ist, eigentlich ziemlich sicher, ja, das wird hier alles mit Arthurs Tod enden, das ist jetzt schon klar. Ich wäre ehrlich gesagt sogar sauer auf das Spiel, wenn die am Ende, keine Ahnung, dann wie aus dem Nichts ein Heilmittel für die Tuberkulose bringen würden, weißt du? Oder wenn der eines Morgens aufwacht und sagt, oha, überstanden, mein Körper hat's besiegt, so, weißt du? Das wäre irgendwie, das wäre billig, und das würde ich nicht wollen. Ja. Auf der anderen Seite spielt natürlich die ganze Ehre immer noch eine Rolle, also könnte es unter Umständen sein, dass es vielleicht eine Entscheidung am Ende gibt,
die vielleicht auch ein bisschen damit abhängt, wie viel Ehre Arthur bisher gesammelt hat oder eben verloren hat. Ne, dass Arthurs Tod am Ende vielleicht, entweder er stirbt dabei, während er irgendjemanden hilft, quasi so eine letzte Heldentat. Nochmal. Dass er sein Leben für jemand anderen opfert. Oder alternativ, dass er zum Beispiel versucht, in die Bank von Blackwater einzubrechen oder sowas ähnliches. Er versucht quasi nochmal so in einem letzten Versuch irgendwie reich zu werden und lässt dabei dann sein Leben, weil das halt schief geht. Naja, man weiß es nicht. So, hier soll der Kerl also irgendwo sein. Da steht schon mal ein Wagen. Ist er das vielleicht? Ja, da ist jemand und das wird er wohl auch sein. John J. Weathers. Ich hab ihn doch gerade noch gesehen. Hallo? Am Wagen, oder? Unterm Wagen? Ja. Guten Tag. Darf ich kurz stören? J. John Weathers. They call me Snow Goose now. Whatever they call you. What? You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. This ain't the best time, sir. This ain't the best time for anyone. Mr. Strauss knew it was a long-term proposition. The debt is due. Okay. I got supplies meant to last through the winter. You can take them, just... Is there any way you can help me? I stay out here, there won't be anyone to pay you. I ain't here to help. I'm here to collect. We're all of us up against it. Look, there's men after me. They're killers. I ain't a deserter, just an objector. It ain't right. If there was another way than running, I need your help. Shut up. Please. I... Up here, it's him. It's too late. Ja, ich wollte gerade sagen, schätze, da hat er wohl keine Wahl mehr. Das ist eine Unionsuniform, die er da anhat. Also der hat im Bürgerkrieg für den Norden gekämpft. Und seinem Namen und der Halskette zu urteilen, würde ich mal sagen, er wäre jetzt gerne ein Indianer. Und er hat offensichtlich... Ach du Scheiße. Brennst du ja? Na? Lass mich in Ruhe. Da. Alter. Geh in Deckung. Wo? Ciao. Was mit dir? Auch tot. Ja. Und da brennt dein Wagen. Das ist ja jetzt ganz toll. Was soll ich denn davon jetzt noch... Ja, wunderbar. It's all right, my darling. You can come out. Oh, crap. I probably should have helped you fix the damn wagon. We could probably still save something. Really now? Look, you can take the silver locket for the debt. Okay, hör zu. Nein. Damn the debt. Get her somewhere safe. Go on. Thank you, fella. You know, there ain't enough kindness in this world, that's for sure. But you... I don't know nothing about kindness. Lügner, tust du doch. Tja. Würde aber auch so Sinn machen, sowas zu tun, ich meine... Arthurs Leben ist im Grunde genommen am Ende, mehr oder weniger. Der hat nicht mehr lange. Da kann man ruhig auch noch kurz davor... Oh, eine fremde Person. Da gehen wir erstmal dahin, wenn wir schon mal hier sind. Und dann treiben wir noch das Geld von dem Ansburg-Typen ein. Ich sag's mal so, wie gesagt, es ist ein Kerl... Er rennt vor dem Krieg weg. Oder wie gesagt, er allerdings... Ich glaub's ihm schon, dass er das nicht aus Feigheit macht, sondern er, weil er den Krieg wahrscheinlich an sich... für sinnlos hält, was er ja auch ist. Dann hat er noch eine Frau, ein Kind, da sage ich, ey komm, Junge, hau ab. Alles gut. Kann auch ruhig mal was Nettes machen. Und Arthur
ich sag's nur, ne? $2,600. Ich hab mehr als genug Knete. Hi. Ich hab mehr als genug Geld, um praktisch die Schulden auszuzahlen. Also ich könnte das auch einfach übernehmen. Aber ich glaube, das Spiel lässt mir die Option nicht, oder? Can you help me, mister? What's the problem? My goddamn horse got spooked and run off. You hurt? Not too bad, at least. But he took my damn leg. Sorry. He went that way, I think. His name's Buell. Buell? Second time a prick named Buell cost me a leg. Huh? Buell was my general when I lost it. Okay. Anyway, if you see an angry bastard of a horse with my wooden leg, I'd be real grateful. I'll bear that in mind. Okay. Oh, da brauche ich gar nicht das Pferd, der ist ja gleich hier unten am See. Und da unten haben wir ja auch schon ein Pferdchen, oder? Gib mir doch mal bitte meine Flinte. So, also da unten ist das Pferd. Auch das Pferd, okay. Das Pferd heißt Buell. Ich habe jetzt gerade gedacht, ein Typ namens Buell hat sein Pferd geklaut. Ganz ruhig, Pferdchen. Will dir nichts Böses. Das ist aber echt eine schöne Färbung. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Was bist denn du? Ein niederländisches Warmblut. Ganz ruhig. Alles gut. Du wärst das richtige Pferd für eine Prinzessin. Okay. Alles gut? Ja, du bist ein Feiner. Komm mit. Ah, und da hängt sein Bein dran. Na komm, hier. Du, komm mit. Just where you left. Can't go far with that leg in your stirrup. Can't go bucking him like that. You better be good, you hear? Das ist wirklich ein schönes Pferd, ne? Don't matter how big and strong you are. Ach ja, aber solche Missionen sind auch schön. Einfach mal ein bisschen Ruhe, ein Pferd zu seinem Besitzer zurückführen, vor wunderschöner Naturkulisse. Auch wenn es ein bisschen lächerlich aussieht mit diesem Bein, was da dran hängt. Na komm. I found him. You're a good man, Mister. Mister. Arthur. You're right. He's a brute. Hamish Sinclair. Yeah, he's a great horse. Aside from when the devil's got him. Hey, you wanna hand me that leg there, please? And while you're at it, give old Buell a kick for me, would you? No, I'm only kidding. Thank you. Warren, but a snake that spooked him. You're a real gentleman, you know? Sometimes, maybe. Yeah, how'd you lose a leg? Oh, in the war. Cannonball. Pretty clean, though. I don't have much pain, and I didn't get any gangrene. A young boy went into battle with me. Got cut in half, so all things considered, I'm doing pretty well, I guess. Yeah, I guess. So, how is the false one? It's okay. I can still
hunt, fish. Enjoy the outside. Weren't sent too crazy by it. Anyway, I ain't got much to pay you with. You know, that's okay. You like fishing? You come with me someday. I know some pretty good spots. I'm a pretty poor fisherman. Yeah, well, I'm great, so between the two of us, we do okay. My cabin is right over on the other side of O'Cray's run there. Thanks again. You throw me again, you old dumb bastard, I'm gonna put a bullet in you. I'll see you again. Okay, dann ciao. Sieht so aus, als ob wir den nochmal zum Fischen wiedersehen. Aber für heute würde ich sagen, gehen wir nochmal nach Ansburg. Erledigen den Auftrag für Strauss und dann sind wir auch schon wieder für heute durch. Ach, ich mag das Spiel irgendwie. Also von dieser Sammelaufgabe mal abgesehen, jetzt mit diesen ganzen Federn und Orchideen, da gab es bisher eigentlich noch nicht wirklich eine Mission, von der ich gesagt habe, die war jetzt total überflüssig oder so, die hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja doch, da waren im zweiten Kapitel waren da einige. Hopp, umdrehen. Okay, ich würde aber, also nicht das zweite Kapitel, ich meine jetzt, ihr wisst schon, was ich meine. Als wir in Rhodes waren und diese ganze Geschichte mit den Grays und den Braithwaites, das fand ich irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat mich nicht so richtig abgehoben. Das fand ich fast ein bisschen langweilig. Aber naja, was soll's. Okay, ich mache jetzt hier aber mal wirklich einen Cut. Okay, so, hier sind wir in Ansburg und mal gucken, wo unser Namensvetter ist. Eventuell ja in diesem Gebäude. Ah ne, da? Hi? Ah ja, das ist er. Guten Tag, ja, ich würde gerne mit einem der Bergarbeiter sprechen. Londonderry. Oh, you'll want to speak to the foreman. He's down in the pit. Okay, danke schön. Ich habe so das Gefühl, ich werde da jetzt gleich eingesperrt und die wollen mir da unten eine Falle stellen. Deswegen. Komm her, du. Deswegen. Nehmen wir mal noch eine Art Lebensversicherung mit. Guckst du ja, ne? Hi. Hello, Mister. How do you? Pferdchen, du, Follow me, girl. Wait, girl. Du bleibst mal hier. So, ab unter Tage. Krass, dass die mich hier einfach so reinlassen. Das auch noch ohne Helm. Die Sicherheitsvorschriften waren aber noch nicht so ausgeprägt hier, oder? In der Zeit. Hey there. Hi. Mister. Grüß erstmal trotzdem alle, die ich sehe. Um ein bisschen Ehre dazu zu bekommen. Ihr kennt das. Gentlemen. Hi. Übrigens, diesen kleinen, ihr seht das ja immer am rechten. Rechten Rand hier, wenn ich Ehre dazu bekomme, das passiert immer pro 4 Leute. Pro 4 verschiedene Leute, die ich grüße, kriege ich einen so einen kleinen Ehre-Boost. Und ich glaube, man braucht irgendwie 10 oder 15 Stück, dann kriegt man eine Ehrenstufe dazu. Man's dead. What's wrong with you? Oh boy, you can't exactly beat it out of him now, can you? You might get something off his widow just across from Butcher's Creek, but I'd hurry. You ain't gonna be the only one a knocking. Was zum Fick ist mit dem denn? Hey, I ain't the godforsaken money lender. Ja, aber du bist der Typ, der gerade über den möglichen qualvollen, brutalen Tod einer Frau und Witwe lacht. Hi. Okay there. Hello, amigo. Okay, dann mal wieder raus hier. Hello, sir. Hello. Und nach Butcher Creek. Hello,
Aber dass der das doch einfach glaubt. Als ob der Arthur, guck mal, ich meine, die Mine, die ist ja groß. Als ob der Vorarbeiter nicht auch einfach, als ob der Arthur nicht auch einfach vorher mit seinen Kollegen hätte reden können, hier, ey, passt mal auf. What? Ich wollte aufs Pferd. Entschuldigung. Ich hab 3 gedrückt, um aufs Pferd zu steigen. Reite los. Alter. Das war ein Versehen. Entschuldigung. Ja, gesucht, ihr könnt mich mal. Ja, allerdings. Falls das mal noch nicht zur Sprache kam. Der Steige aufs Pferd auf Knopf ist gleichzeitig auch der Erwürge die nächststehende Person Knopf. Kein Witz. Oh Mann. Was? What the fuck? Das ist Puma, alles klar. Ich habe auch Pech. Fick dich. Also nicht, dass es mir jetzt darum gegangen wäre, hier ein perfektes Fell rauszukriegen. Die sind halt immer noch hinter mir her. Das ist ein 5 Dollar Kopfgeld. Alter, ihr könnt mich. Ja, natürlich habe ich jetzt wieder Ehre verloren, ey, Alter. Das ist doch nervtot. Das ist doch nervtötend nur einmal. Sekunde. So, ich habe jetzt einfach nochmal neu geladen und das Spiel war tatsächlich gut zu mir. Ich habe keine Ehre verloren, kein Kopfgeld. Das hat vermutlich unmittelbar danach gespeichert, nachdem ich mit dem Vorarbeiter gesprochen hatte. Also, okay. Passt schon. Jetzt war jetzt wirklich, das war jetzt wieder so ein richtig bescheuerter Moment. Du darfst Pferd aufsteigen und greif einfach mal so einen Typen an. So. Da wären wir. Hi. Und hier dürften ja auch wieder Leute kommen, ne? Da hat der gesagt, ich bin nicht der Einzige, der auf dem Weg hierher ist. Guten Tag. Mrs. London, Derek. Arthur's dead. I know. I'm sorry for it. Just, we lent Arthur some money, you see, and... So it was you. You son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies, what little there is? You want me to lie down for you? No, no, Arthur gave everything to pay your bills. Everything. And now there's some fellas coming to take the house. There ain't nothing left, mister. Okay, also Schuldner lassen ist das Einzige, was man machen kann. Und dann machen wir natürlich die bessere Variante und ihr auch noch ein bisschen Geld geben. Ich wollte nur sagen, die Debt cancelled. Und, take this. You won't bring your husband back, I know. You need money and I don't. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things different. Like, not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. Really am. Fünfundfünfzig. Ich hätte ja auch 100 gegeben, wenn ich gekonnt hätte. Tja, das ist jetzt... Also der Leopold wird jetzt natürlich nicht so begeistert sein, weil ich natürlich komplett ohne Geld wiederkomme. Ah ja, wie gesagt, ich habe auch immer noch genug Geld, um alles für alle zu bezahlen, von daher... wen interessiert das? Aber naja... Ich stehe ja da, wie gesagt, so ein bisschen dem Ganzen gespalten gegenüber. Auf der einen Seite habe ich natürlich Mitgefühl mit den Schicksalen der Leute.
Auf der anderen Seite ist es halt wirklich... Es ist und bleibt nun mal bestehen. Wenn du dir Geld leihst, weißt du, dass du es irgendwann zurückzahlen musst. Das ist es einfach so. Du weißt es. Du weißt, dieser Tag wird kommen, da wird jemand dastehen. Und der wird dieses Geld zurückfordern. Mit Zinsen. Und wenn ich mir dann Geld leihe, dann sollte ich vielleicht doch mal sicherstellen, dass ich es dann auch zurückzahlen kann. Das ist ja auch, deswegen gibt es ja auch sowas wie Sicherheiten, weißt du? Deswegen musst du ja auch Sicherheit... Alter, willst du mich verarschen? Was willst denn du hier jetzt, hä? Im Übrigen hat... What? Alter, wo noch? Da. Holy fuck. Ich bin dem Pferd einfach mal den Baum hoch. Den Encounter hatte ich übrigens auch schon mal. Bei der Murphy-Pute wiederholt sich auch einiges, habe ich so das Gefühl. Also bestimmte Begegnungen mit denen hatte ich mehrere Male. Zum Beispiel an dem einen See da, da kann man auch manchmal nachts die auf einem Boot sehen, wie die da eine Leiche versenken und so. Das hatte ich auch ein paar Mal. Ich glaube nicht, dass das so richtig gewollt ist, aber naja, was soll's. Wichtig ist übrigens eine Nummer so. Als Tipp, was ist denn hier? Gegner, okay. Das Butcher Creek gehört ja, ist ja Murphy Brut Territorium. Und wenn man dort in der Nähe von Murphys angegriffen wurde und hat die gekillt, dann sollte man nicht direkt nach Butcher Creek reisen, weil die sind dann nämlich feindselig. Nur so am Rande. Okay, da wären wir und reden nochmal mit dem Leopold. Der wird nicht so begeistert sein, aber ehrlich gesagt, es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich bereue es nicht, dass ich den Leuten ihre Schulden erlassen habe. Es war quasi nochmal so ein letztes Geschenk an die Menschheit. Um zumindest ein, zwei schlechte Taten wieder gut zu machen. Hey. Ah, how did you get on, Mr. Morgan? Just dandy. Just get up. What? Get up. What is wrong? Nothing's wrong. Nothing at all. What are you doing? Something I should have done a long time ago. Get your bag. Is this it? I don't understand. I ain't gonna kill you, though I probably should. You disgust me. And you shame us. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! You know, they say the sick delude themselves. I was your friend. You and me, we ain't decent. But those folk, they was. Now here, take that. Take that and get lost. I'm leaving. Ah, und Ding, Alter, nice. Das war gerade ein richtiger Ehrenschub. Ist das jetzt schon eigentlich die höchste? Nee, ne, es fehlt noch ein kleines bisschen was. Dann habe ich 50% Nachlass auf allen Geschäften. Ich müsste eigentlich echt mal gucken, ob ich irgendwo jetzt neue Waffen kaufen kann. Werden ja meistens in einem neuen Kapitel freigeschalten. Aber dass er ihn rauswirft, das ist... Das kommt echt überraschend jetzt mal, ohne Witz. Das ist jetzt... Das haut mich jetzt ein bisschen weg. Er hat ihn halt echt rausgeschmissen, ne? Aber das Ding ist halt... Aber warum? Ich meine, man kann von Geldverleihern halten, was man will, aber
Letzten Endes, Arthur, du hast mehrmals zugestimmt, das Geld von Leuten einzutreiben. Vermutlich ist Dutch auch einverstanden. Ich meine, hat Arthur überhaupt die Macht, jemanden aus dem Camp zu verbannen? Kann Strauss nicht einfach, wenn, sobald Arthur nicht mehr da ist, zurückkommen und sagen, hey Dutch, hier, der hat mich rausgeschmissen, ist das wirklich okay? Keine Ahnung, aber naja, also ich bin trotzdem zufrieden mit dem, was wir gemacht haben. Wie gesagt, der Arthur hat es ja gerade gesagt, also Strauss und er sind keine richtig anständigen Leute, aber die Menschen, denen der da Geld geliehen hat, die sind definitiv anständig und die haben solche Schicksale eigentlich echt nicht verdient. Bei mir ist zwar immer noch dieser kleine Faktor mit dabei, sie haben sich Geld geliehen und wussten, was sie machen, aber ja, wie gesagt, das ist dann das, was die teilweise durchgemacht haben, ist dann doch vielleicht mehr, als man als ein Mensch verdient. Also, oder als ein Mensch verdienen kann. Naja. Ich würde aber mal sagen, mit diesen schönen Bildern verabschiede ich mich auch mal aus der heutigen Folge. Das nächste Mal reiten wir dann, denke ich mal, nach Saint-Denis und gucken mal nach Sadie Adler. Die konnten wir ja nicht machen, weil Arthur da diesen Zusammenbruch hatte. Ich glaube tatsächlich, bei ihr könnte es dann nochmal so eine Szene geben, wo er ihr gesteht, was mit ihm los ist. Der Rest der Bande scheint das jetzt einfach irgendwie so zu akzeptieren, oder? Kann das sein? Es gab ja keine Szene, wo Arthur richtig gesagt hat, hey, alle mal hergehört, ich habe Tuberkulose. Oder sehen die alle nur, dass er krank ist und denken sich so, hier, okay, ich muss nicht wissen, was es ist, aber es sieht schlimm aus, so ungefähr. Naja, was soll's. Hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß mit mir. Falls ja, würde ich mich wie immer über eine nette Bewertung oder einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dahin, haut rein.